So, willkommen zurück hier bei Let's Oracle. Die Bundesliga ist wieder da und der einzigartige Fössl auch. Yeah, Baby. It's Nach on. langer Abstinenz. Und da muss ich mich auch wirklich nochmal entschuldigen. Für, ja, dafür, dass so lange nichts kam und so, dass wir hier Orakel nicht mehr machen konnten. Und ja, jetzt wird's auf jeden Fall wieder was. Umzug ist fertig und wir können wieder loslegen, ne? Genau, so sieht's aus. Wir haben ja auch bisher nicht so wirklich erfolgreich orakelt. Dafür jetzt umso erfolgreicher. Genau, wir spielen hier der Nord-Süd-Schlager Bayern gegen Hamburg. Wobei ich schon denke, dass die Hamburger hier untergehen werden. Es Ehrlich spricht gesagt. einiges dafür. Ja. So, warte mal. Boateng raus, der Lahm spielt. Ich muss mal gerade gucken. Ja, ich bastel auch mal eben um hier. Hier, was sagt denn die Aufstellung? Mandzukic, einzige Spitze, Ribéry, links, Kroos, Müller. Und Martinez. Und dazu noch der Lahm. Der Götze ist, wird geschont, oder was ist das? Dante, Alaba, Rafinha, Van Beuten, Lahm, Martinez. Mir fehlt gar einer. Wo ist der denn? Im 4-5-1 eher. Jiracek, da. Okay. Ich glaub, also ich habe die Aufstellung jetzt mal nach sportal.de gemacht. Oh, darf man so Werbung überhaupt machen? Wir machen das jetzt einfach. Ja, da habe ich aber mal drauf geguckt. Da sieht es so aus, als ob. Also mit der Aufstellung, gute Nacht Hamburg. Ja, Boah, die haben ja auch also. schon gegen Augsburg letzte Woche verloren, ne? Ja, das war ja sogar zu Hause. Puh. Ja, da haben sie jetzt einiges wieder gut zu machen. Und ich glaube, wenn die jetzt nochmal verlieren sollten, das geht nicht nochmal gut mit ein paar Würstchen für die Fans braten. Nee, Ich glaube. wobei man ja sagen muss, von Marwai kann sie ja so eine gewisse Grundstabilität zumindest wieder bekommen. Da sah es ja unter Ja. Fink doch eher etwas schlimmer aus. Ludger Falk wird Tiki Na, heute pfeifen. sonst hätte ich gesagt, muss die Silvi ran und mal die Beine breit machen für die Hamburger Fans, aber die ist ja auch nicht mehr da. Nee, die hat auch keinen Bock, also, oder der Van der Vaart oder keine Ahnung, wer von beiden da weniger Bock hat. Also ich würde mich sonst melden, aber die hat ja angeblich schon irgendwen oder nochmal Mandzukic. Ja, ist klar. Ach so, ja, Mandzukic. Mandzukic. Der alte Groß. Ja. Ja, vierte Minute standesgemäß für die Bayern 1 zu 0. Läuft. Ja, bei Hamburg natürlich auch René Adler verletzt. Da muss der Jaroslav dran. Ja. Und bisher macht er einen souveränen Eindruck. Ja, also. Außer, dass er den Ball jetzt gerade halt nicht gefangen hat. Aber das heißt ja nichts. Genau. Man kann sich ja noch steigern. Ja, der Arslan. Macht er? Boah, gar nicht so verkehrt. Ja, doch. Shit, ey. So, und jetzt ist ja die Champions League vorbei. Am Montag findet die Auslosung statt. Boah, da freue ich Was mich auch war noch. das ein was war das für ein Spieltag, möchte man sagen? Recht erfolgreich aus deutscher Sicht im Endeffekt, auch wenn es sehr, sehr haarig war. Ja. Vier deutsche Mannschaften weiter im Achtelfinale. Vier unter den besten 16. Dazu Gab's vier noch nie. Engländer. Genau, und vier nee, drei Spanier. Ja. Aus Boah. Paris und irgendwem anders. Galatasaray. Jo. Und das war auch eine Überraschung, ne? Der Frank, der Frank! Spielt Ja. Juve gegen Galatasaray im schneebedeckten Stadion von Istanbul. In Wiederholung, also nee, nicht Wiederholung ist das falsche Wort, im weitergeführten Spiel Ja. hat keiner mitbekommen, wie spielen die eigentlich, gewinnen die 1-0. Durch Wesley Sneijder. Und hier macht sich der Raphael auf den Weg. Der war auch recht fix. Das raff ich gar nicht, dass er da so durchgegangen ist. Oh. Aber Jansen, jetzt mal hier ein bisschen Aufbauspiel. Badeli Badej. ist natürlich der richtige Mann, ja. Um den Ball gleich abzugeben. Na Mandzukic, gut. das alte Biest. Der kann da durchstarten und sich durchtanken. Boah! Oh, der Thomas. Scheiß die Wand an. 2 Da zu kann man mal 0. applaudieren, ey. Alter, was ein Geschoss, ey.
Vor allem, ich dachte, ich hab den. Nö. Nö, wollte er nicht. Ja, in der heimischen Arena, die Bayern natürlich, also ich meine, sie haben jetzt gegen Man City verloren. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass das am Selbstbewusstsein der Bayern nagt, dass sie jetzt auf einmal gegen Hamburg schlecht spielen. Unwahrscheinlich. Boah, Alter, guck dir das an. Ja, ist klar. 21. Minute, 3-0. Puh, ja, vielleicht sollte ich mal anfangen zu spielen. Mach mal den Fernseher an. Ja, anders geht's nicht. So, jetzt hier Lasogga. Ach, meine Güte. Der hat sich ja auch entwickelt, also sollte ja eigentlich nur Spielpraxis bekommen. Ja. Und der trifft und trifft und trifft. Meinst du, der wäre noch was vielleicht für Jogi Löw? Lasogga. Boah, ich weiß nicht. Ich meine, richtig reine Stürmer. Also ich meine, Kießling scheint ja wohl raus zu sein. Ich meine, man hat ja sonst noch, was haben wir für Möglichkeiten? Außer von Klose und Gomez, die ja sich im Moment mehr mit Verletzungen klagen. Ja. Dann hat man ja noch den Kevin Volland. Ja, wobei ich glaube noch nicht, dass der reif genug ist dafür. Also, angeblich ist ja auch Gnabry, wird ja beobachtet. Spielt ja im Sturm. Ich dachte, ja, das wäre so ein Mittelfeldspieler. Ja, verkappter rechter Außen oder wie auch immer. Ja, wobei da ja auch schon die Elfenbeinküste Besitz angemeldet hat. Ui. Und ja, er ist ja irgendwie halb Ivora oder sowas. Okay. Oder daher ist er wahrscheinlich so schnell. Nee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Mutter oder der Vater Ivora ist. Okay. Und die hätten ihm wohl schon ein Angebot gemacht, dass sie ihn gerne dabei hätten bei der WM. Und da ist der Anschlusstreffer. Nicht aufgepasst da. Naja, irgendwie schließt du natürlich an, auch wenn es. Kalanoglu zum 1-3. Nee, aber das hatte ich wohl gelesen, dass die da schon starkes Interesse gemeldet haben. Und wer weiß, wie sich der Junge dann entscheidet, ne? Ob er sagt, gut, ich möchte einfach zur WM und das sicher, das hätte er dann mit der Elfenbeinküste. Oder ob er sagt, komm, ich bin gerade eben 18, das kann auch noch vielleicht 4 Jahre warten. Und dann vielleicht mit Deutschland sind auch die Chancen wahrscheinlich höher, dann mal einen Titel zu gewinnen. Boah. Ja, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt, wie der sich entscheidet. Boah, Paul. Ja, nee, aber sonst an Stürmern in Deutschland, weiß ich nicht. Ich meine, warum nicht, ne? Da legt er sich schon hin und dann will der Ribéry irgendwie so einen Trick machen. Oh Gott. Da kann er groß mal aus dem Hintergrund. Oh, pff, ist klar. Drop me. Ja, da geht keiner dran. Natürlich nicht. Und gegen Mandzukic mit gefühlten 438 Punkten im Kopfball ist dann natürlich auch kein Kraut gewachsen. Nee, das sieht schlecht aus. Boah, das macht Laune. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann. Das glaube ich allerdings auch nicht. Boah, komm hier. Zack, geh ran da. Na, jo, und da ist das nächste. Nein. Puh. Ja, es wird schon langsam zum Debakel. Ja, natürlich. Daniel van Beuten, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Halt einfach in die Rübe, schon ist das Ding drin. Ja, was soll man sagen? Man muss dieses Spiel lieben. So. Hamburger. Wollt ihr wirklich so untergehen gegen die Bayern? Also ich meine, unwahrscheinlich ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn sie da solche Mätzchen hinten machen. Das ist der nächste Eckball. Genau. Und das nächste Türchen, pass auf. Kopfball, Flanke, rein das Ding. Wie kannst du runterzählen, ne? Kannst du runterzählen. Ja. 5, 4. Ja, vor 3. allen Dingen, die kannst du einfach nicht verteidigen. Boah, was war das denn? Oh, und der nächste Eckball. Alter Schwede, ey. Ja, dann lass mal einen hören, ja? Was sagt ihr jetzt? Und? Nee. Ah, ich wollte mal dem
Auf dem Hintergrund mal zack! Schön einhören lassen. Ja. Ja, okay. Oder hätte besser der Groß da stehen müssen, ne? Ja. Aber egal. Kannst mir ja leisten. Ja, so sieht's aus. Leider. Oh, Jiracek hier mal auf den Thunderfart. Aber da stellt man sich ja auch die Frage, wer soll denn diese Bayern noch ansatzweise... Oh, da ist es! Raphael Thunderfart. Abgefälschter Ball. Kurioses Tor, der Alaba springt dahin mit dem Arsch. Und klatschten sich selbst rein. Ja. 5 zu 2. Zur Halbzeit. So gemerkt. Ich bin gespannt, ob man das Ergebnis überhaupt tippen kann. Also, nee. Halbzeit vielleicht noch. Aber jetzt wird es jetzt auch. Ja, immerhin, du bist sehr effektiv. Also. Ja, 100% Schlussgenauigkeit. Ist nicht so häufig bei den Hamburgern. Nee. Grandios. Ja, ich bin gespannt, wie das hier sich in der zweiten Halbzeit. Ja, genau, der Ribéry hier. Am Arsch, sagt der Badeli. Holten sich wieder, verlierten direkt wieder. Hör auf zu tricksen, du Petermann. Zack, weg mit dem Ding. So, und jetzt kriegst du nämlich die nächste Bude eingeschenkt. Was zu tun, andere. Boah, kommt der da sogar denn da nicht hin? Ach. Der Rafinha, alte. Oh, der will ja auch noch zur WM. Rafinha. Ja. Ja. Gut, Dani Alves ist jetzt auch eher schlechter, also. Ja, genau. Und dann hast du auch noch Maikonda. Der natürlich auch Chancen hätte auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube nicht, dass. Ja, vielleicht als dritter Rechtsverteidiger. Boah, Alter. Ja, vielleicht als dritter Rechtsverteidiger, aber wozu? Holt man einen dritten Rechtsverteidiger. Oh, drei Rechtsverteidiger, das ist Quatsch. Jiracek! Schöner Versuch, wenn er versucht hat, die Kamera abzuschießen. Ja. Alter. Ein Gedächtnisschuss. Ja. Ey! Schiri! Der hat nichts gesehen. Ja, ja, die Schiris sehen ja sowieso im Moment nichts, ne? Wenn man sich die dann nochmal anguckt. Also, da habe ich auch geschluckt, als ich das gesehen habe. Ja, deswegen, es gab dann auch schön den nächsten Witz. 11 Schalker stehen 88 Meter im Abseits und der Schiri zeigt null Reaktion. So merke ich mir die 11-88-0. Oh Gott, ey. Also, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Wenn nicht, sucht einfach mal danach. Aber aus dem Spiel einfach mal eine Zusammenfassung suchen. Schalke gegen Basel. Champions League. Und dann guckt euch mal an, was da passiert ist vor dem 2:0. Also, da weiß ich nicht, ob der wirklich blind war. Ob der. Da waren so einige blind. Das Lustige ist, ihr könnt auch mal in der Situation erst dann das angucken, dann guckt mal, was der auf den Martip und guckt mal auf den nicht vierten Offiziellen, sondern auf den Torlinienrichter, was der, wie gespannt der da steht. Also, da ist O. Lasogga! Nein. Ist der Neuer auf dem Posten? Jetzt sieht es schlecht aus mit deiner Statistik. Ja. Na gut, sind immer noch aufs Tor wahrscheinlich, aber. Boah. Boah, von der Fahrt, ey. Was war das denn? Ja, der Rips kann laufen. Der Raphael auch nicht hinterher. Ich glaube, der Van der Vaart hat auch ein bisschen Hals, dass er jetzt diese Saison bei Hamburg spielt. Ja. Ich glaube, es wird mal Zeit für die Bayern zu wechseln. Man kann auch mal hier ein bisschen Personal schonen. Ich glaube, der Müller, der kriegt mal eine Pause, dafür kommt der gar nicht hier auf dem Dings drin ist. Der Scheiße. Dann kommt da halt jetzt der Mitchell Weiser rein. Okay, ich wechsle auch mal aus. Ich bringe Ivo Ilicevic. Hat ja auch und den Artyom Rutnevs anstatt dem Lasogga hier. Eigentlich wollte ich den Shaqiri bringen, der jetzt ja wieder zurück ist, aber irgendwie habe ich den im Eifer des Gefechts im Kader vergessen. Oh, das ist natürlich. Apropos vergessen, Randnotiz auch noch hierbei.
Der gute Tim Wiese, ja, seines Zeichens im Moment suspendierter oder in die zweite Mannschaft von Hoffenheim abgeschobener, immer noch sehr gut verdienender Bundesliga-Torwart, den haben sie vergessen einzuladen zur Weihnachtsfeier. Das habe ich auch gelesen. Also, gut, kann passieren, ne? Aber ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte ihn auch nicht eingeladen. Wenn man als, also man sollte als Fußballer schon irgendwie, ja, Bock haben auf Fußballspielen. Klar ist das da unglücklich gelaufen. Und der hat natürlich jetzt einen hochdotierten Vertrag, bei dem er natürlich eine Menge Geld kassiert. Und da sagt er sich in seinem Alter natürlich auch, ja, wozu sollte ich jetzt noch irgendwo anders hingehen, wenn ich hier die 2 Jahre oder 3 Jahre noch absitzen kann und dann meine Kohle da kriege, und zwar nicht wenig. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob man es selber vielleicht machen würde. Schwierig zu sagen. Ja. Aber ich meine, also sollte doch schon irgendwie ein Ansporn sein, mal ein bisschen Gas zu geben. Und vor allen Dingen ist es ja, ich meine, erst wie alt ist er? 31, 32, 33? Also das ist ja noch für ein Torwart jetzt noch nicht das Alter. Das stimmt. Er könnte auf jeden Fall noch länger auf dem Profiniveau spielen. Aber er möchte natürlich, glaube ich, ordentlich Kohle verdienen. Ja. Da, so viel würde er wohl kaum mehr irgendwo kassieren. Ja, und dann ist auch noch die Sache, das ist Hoffenheim, ne? Ja. Also, da ist ja sowieso eine Antipathie. Boah. Aber er ist ja nicht der Einzige. Also hier gibt es ja noch andere, die suspendiert sind. Hier Del Pierre und wie sie heißen. Die haben sie ja auch vergessen einzuladen. Angeblich wollen sie das jetzt dann noch nachholen. Ja, ja, klar. Boah, schön durchgesteckt. Oh. Und da macht dann Van der Vaart. 5 zu 3 nur noch, Freundchen. Wird es noch mal spannend. Huscht der da irgendwie vorbei? Ja, die Bayern unkonzentriert. Wäre natürlich auch ein Ding jetzt. Ja, 8 Tore. Ja, Schicka, kannst du jetzt auch mal die Karte zücken? Ja, für den Hamburger. Ach, nee. Dankeschön. Der Javi, der ärgerte sich dabei. Ja. Okay, und jetzt ist das Spiel hängen geblieben. Der Van der Vaart guckt den Schiri noch an. Nee, ah, es geht weiter. Es gab wohl noch kleineren Disput. Er hat ihn noch zu Boden gestarrt. So, langer Ball hier von Juru. Müsste der nicht eher vorne stehen, der Juru? Nee. Der ist, wozu? Ja, ja. Nein, das ist der Götze den Hauch zu langsam. Und jetzt funktioniert. Nein. Du spielst jetzt auch ohne richtigen Stürmer. Mandzukic hast du rausgenommen? Ja. Gut. Jetzt das machst du Pepsche, das Pepsche System. Tiki-Taka oder was? Ja, ja. Ja, dann Taka mal ein, ja? Nicht. Boah. Abseits. Guck mal, so weit wieder als Abseits erkannt. Verstehe ich nicht. Also für den Schiedsrichter bei Basel war das mindestens gleiche Höhe. Klar. Vom Manu. Und im Zweifel halt für den Angreifer, ne? Ja. Oh Gott, ey, das ist echt. Das ist echt schlecht. Boah, hier, zack. Nee! Sag mal, hör auf mich da bösartig. Sag mal, ist da unten, ja. Da war er, sag mal. Mhm. Ey. Nein, wohin denn, du Götze? Rincon. Oh, schöner Ball von Rincon. Der hat Auge und Übersicht. Da hat er den von Marwijk gesehen. Mhm. Da. Was? Ja, ist klar. Na gut, richtig so. Boah, was ein traumhafter Freistoß. So, so musst du so ein Ding spielen. Ja. Droppi! Jawohl. Ja. Der war der geilste Mann. Außer, dass er 5 Buden kassiert hat, aber ihm trägt ja trotzdem nichts der Stimmung jetzt entgegen.
So. Ja, was ein Spiel. Was sagt die Quote, wenn es eine gibt? Die Quote ist nicht ausrechenbar. Die Quote lohnt sich fast gar nicht. Warte mal, 5 zu 3. Lohnt sich nicht. Was können wir denn da machen? Das lohnt sich wirklich nicht. Bist du für 5 Euro, 4 Euro zurück, oder was? 3,30 Euro. Das ist die Quote für 5 zu 3? 3,3 ist die Quote für 5 zu 3. Also, es geht halt von 4 zu 0 bis 4 zu 4 oder 0 zu 4. Und jedes andere Ergebnis 3,3. Also ein 5-0, 3,3 Quote. 5-3, 3,3 Quote. Was wir aber machen könnten, wäre, Team 1 gewinnt mit jedem anderen Ergebnis. Heißt, kein 1-0, kein 2-0, kein 3-0, kein 4-0, kein 5-0, kein 6-0, kein 2-1, 3-1, 4-1, kein 3-2, 4-2, 4-3, kein 5-1. Somit wäre die Quote 5-3 natürlich jetzt mit dem anderen Ergebnis mit einbegriffen. Und da hätten wir eine 7er-Quote. Ja, läuft doch. Rauf den, was spielen wir nochmal? Sitzen wir da? Machen wir das? Also, ja. Ne? Also das, ich meine, ist jetzt zwar ein bisschen abgewichen von der normalen Torwette nach der regulären Spielzeit, aber wir versuchen ja ein bisschen was rauszuholen, ne? Ja eben, wir müssen ja mal, wir sind unter Zugzwang. Ja, irgendwas muss kommen. Aber hast schon nachgelassen, 5 Schüsse, 4 aufs Tor und nur 3 Tore. Wir sind nur noch bei 80% Schussgenauigkeit. Ja, ich bin halt ein Bob. Ja. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Nicht ohne noch zu erwähnen, dass es natürlich noch ein zweites Spiel gibt, wie immer, also wie immer wieder ab jetzt, für dieses Wochenende, wer weiß, wie es nächstes Wochenende aussieht. Das gibt es natürlich auf dem Kanal vom Füssel, da schaut mal vorbei. Und ja, in diesem Sinne, habt viel Spaß beim Fußball gucken und wir sind raus. Macht es gut. Tschüss.